Hallo Leute, wunderschönen guten Morgen. Hier ist wieder euer Marek. Wir sind vor kurzem aufgestanden und jetzt fahren wir Bratislava in die Hauptstadt in Evrove. Das ist wahnsinnig schönes Einkaufszentrum direkt an der Donau. Am schönsten ist es im Sommer. Aber ja, wir sind halt jetzt im Winter da und da treffen wir mit Annas Bruder und ihrer Mutter, weil den Bruder hat sie schon länger nicht gesehen. Er wohnt in der Schweiz und er reist auch ziemlich, ziemlich viel und mit dem wollen wir uns treffen. Denn David, Matej und Patrick fahren mit. Der andere will heute zu Hause bleiben, er will sich auch mit irgendwelchen Freunden treffen oder muss irgendwo hingehen. Und deshalb fahren wir ungefähr eine halbe Stunde los. Das heißt, wir sehen uns direkt von Bratislava. So Kinder, geht's dir gleich Eislaufen? Ja. Ha? Schatz, da ist ein Eislaufplatz. Schön gemacht, ne Kiddies? Ja. So, wir sind gerade eingekommen. Mein Baby muss kurz zu Fuß gehen in der Kälte. Ha? In Auto hat sie eingestellt auf 26 Grad. Wahnsinn, uns war allen schon so heiß. Ha? Die ist aber immer kalt. Die ist immer kalt. Willst du Eislaufen, Baby? Nein, danke. Eigentlich gar nicht so kalt, Kinder, oder? Ja. Oh, was für ein Boot. Mach mal einen Ausflug. Ja, Kinder, war man hier schon im Sommer? Mit euch? Da hinten, Leute, da hinten. Diese Wiese da, das ist direkt an der Donau. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr in Bratislava seid, Besuchsuhr geht unbedingt Evrovea. Und genießt das dann einfach, vor allem im Sommer. Im Winter ist nicht so empfehlenswert, das heißt nur drinnen, aber im Sommer ist wahnsinnig schön. Viele so Kaffeehäuser, stimmt Kinder? Ja. Ist euch ein bisschen kalt oder geht's? Hm? Es geht. So, und jetzt schauen wir, wo der Niki ist, der Bruder von Anna, und dann bleiben wir schon drinnen. David, was hast du da in der Hand? Geschenke. Für wen? Für Niki und für... Deine Oma? Ja. Und für Papa nicht? Nein. Du hattest schon deine. Wir haben uns gerade hingesetzt. Die Anna hat Lust auf einen, was? Ein Burger. Auf einen Burger. Da können Sie sehen, hinten sieht man direkt an der Donau. Im Sommer ist es viel schöner wie im Winter, oder? Kann man sehr schön spazieren und viele Kaffeehäuser gibt es da. Ja. Winter bist nur eingepackt hier in dem Einkaufszentrum. Obwohl mich stört es weniger wie die Anna. Aber wenigstens haben wir eine gute Sicht. Ja, jetzt warten wir, bis der Bruder kommt. Bleiben wir 2-3 Stunden und fahren wir weiter, oder? Ja, genau. Baby, hast du Vegetarisches oder nicht Vegetarisches? Vegetarisch. Vegetarisch? Und für deinen Schatz? Mit Portobello-Pilzen und... Portobello, das war in Panama. Und Melanzani, also auf Hochdeutsch Auberginen. Melanzani fragt immer jeder, was das ist. Ja, ja, genau, das kennen die, ne? Und für mich dasselbe? Nein, du hast einen anderen. Ich habe da, wo Chef steht, ne? Damit jeder weiß, wer da der Chef ist. Das ist der Chef-Veggie. Schau, genau das hasse ich beim Hamburger. Wenn du hier arbeitest, läuft dir alles hinten raus. Ja, gut, das habe ich jetzt ein bisschen. So genau, no comment, ja.
Leute, langsam werden wir schon nach Hause gehen. Die sind noch kurz reingegangen, der Anna war wieder kalt. Haben wir uns ungefähr 3 Stunden mit Schwager unterhalten, mit Annas Bruder. Der reist auch ziemlich viel, er war auch schon überall in Kolumbien, Bolivien, Peru. Bei mir in Panama, oder bei uns in Panama, damals hat er uns besucht. Und haben wir gemeinsam diese San Blas, diese Koralinsel haben wir uns angeschaut. Das heißt, Leute, in diesem Sinne, wunderschöne Grüße aus Bratislava, euer Padma Family. Ciao, ciao.